Der IFOBT, immunologischer fäkaler Okkultbluttest, stellt einen einfachen Nachweis von sichtbarem Blut im Stuhl dar, indem er den menschlichen Blutfarbstoff Hämoglobin nachweist. Ein positiver Nachweis kann ein erster Hinweis auf Darmkrebs sein, da hier wiederkehrend Blut im Darm abgesondert wird, bevor ernsthafte Beschwerden auftreten. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt ab einem Alter von 50 Jahren pro Jahr ein Beratungsgespräch mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt und einen immunologischen Test auf okkultes sichtbares Blut im Stuhl. Ab einem Alter von 55 Jahren kann man sich alle 2 Jahre testen lassen. Sie erhalten von Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt ein Stuhlprobenentnahmeset, welches Sie mit nach Hause nehmen. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Teströhrchen, die Stuhlauffanghilfe sowie die Papiertüte. Beschriften Sie das Etikett auf dem Röhrchen mit Ihrem Vor- und Zunamen, Geburtsdatum sowie dem Datum der Probennahme. Lösen Sie langsam die markierten Klebeflächen der Stuhlauffanghilfe in Pfeilrichtung und befestigen Sie den Papierstreifen ohne Wasserkontakt im hinteren Bereich des Toilettensitzes. Drehen Sie die grüne Kappe mit dem Entnahmestäbchen ab. Halten Sie das Röhrchen mit der Flüssigkeit nicht kopfüber. Stechen Sie mit dem Entnahmestäbchen an 4 Stellen in den Stuhl. Stechen Sie dabei nicht zu tief. Streichen Sie dann kreuzweise über die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass alle Einkerbungen mit Stuhl gefüllt sind. Eine kleine Probenmenge ist dabei völlig ausreichend. Drehen Sie die grüne Kappe wieder fest auf das Röhrchen. Es darf anschließend nicht mehr geöffnet werden. Schwenken Sie das Röhrchen mehrmals über Kopf. Bitte geben Sie das Entnahmeset mit der Stuhlprobe bereits am nächsten Tag Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt bzw. zur ausgegebenen Stelle zurück, damit sie schnellstmöglich dem Labor vorliegt. Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf der IFOBT-Verpackung.